Hallo zusammen, ein weiteres Setup steht an für eine Erklärung, um euch ein bisschen hinters Licht zu führen, wollte ich schon sagen, nein, ins Licht einzuführen. Die Janina, unser Modell, steht inmitten von kargen Bäumen. Ich weiß nicht, welche Baumsorte es ist. Raoul ist am Reflektor und ihr habt eigentlich schon das ganze Setting mit eurem Blick auf das Video analysiert, hoffe ich doch. Denn wir haben hier wiedermals eine unterschiedliche Gewichtung von hell zu dunkel, haben hier drin ein super tolles Spiel an Lichtern und an Lichtwürfen. Und wir machen es diesmal andersrum. Wir gucken uns mal das fertige Foto an. Ihr seht ganz deutlich, dass wir hier was gemacht haben. Das heißt, wir haben verschiedene Lichtkombinationen zusammengebracht. Wir haben hartes Licht, wir haben Lichtspiele und wir haben trotzdem noch eine weiche Frontausleuchtung. Zusammen mit einer sehr offenen Blende, um den Hintergrund schön auszublenden, um nochmal Spannung ins Bild zu bekommen. Und um auch jetzt in diesem Schritt drin zu bleiben, das heißt von hinten das aufzudröseln, das Bild wurde gemacht mit einer 320stel Verschlusszeit, ISO-Wert von 100 und einer Blende von 1,6. Und da sieht man wunderbar, was ein Reflektor imstande ist zu belichten. Denn wir werfen hier das Licht von außerhalb in den Wald und projizieren damit auch noch leicht diese Sträucher oder diese Äste auf ihren Körper. Das heißt, wir haben extra den Reflektor so angesetzt, dass er durch diese Äste durch auf Janina trifft. Das ist ein gestalterisches Mittel, nämlich Helligkeitsverläufe und auch Schattenwürfe auf das Motiv zu zaubern. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr trotzdem noch eine relativ große Lichtquelle nehmt, um die Gesamtcharakteristik sehr weich und sehr zart darzustellen. Wir können uns auch noch mal Vergleichsbilder angucken. Einmal ein Foto, das war das endfertige Foto, wie es aus der Kamera allerdings kam, ja, schon fertig aus der Kamera. Dann als Vergleich einmal das Foto ohne, ja, ohne den Reflektor, dann merkt ihr mal, wie stark der Unterschied ist mit der Zebra-Bespannung hier in Pro. Und dann nochmal ein letztes Bild, wie es gewesen wäre, hätte ich ohne Reflektor auf unserem Modell korrekt belichtet. Das heißt ganz ohne Reflektor. Und man merkt schon, dass der Hintergrund dann wieder hervorschießt und es ist einfach nicht die gleiche Knackigkeit und die gleiche Perfektheit der Ausleuchtung wie mit Reflektor. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, 85 mm, für den, der es wissen will, war die Brennweite. Ansonsten sind wir fertig und ihr habt schon wieder ein neues Setting mitbekommen. Ich wünsche viel Spaß und denkt daran, dass ihr auch von außerhalb wirklich Licht werfen könnt in den Schatten. Wir haben es euch ja gezeigt, auch beim Video mit dem Pool. Es ist wunderbar, wenn ihr die verschiedenen Lichtspiele zusammenbringt. Danke dir fürs Halten, Janina, danke dir für das wunderbare Model. Und euch noch Tschüss, bis zum nächsten Video.